Was tun wir jetzt, Herr? Jetzt rufen wir zur Schlacht. Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ihr seht schon, Age of Conan. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere vielleicht schon kennt. Aber ich habe mir gedacht, ich kram es mal wieder raus. Ich hatte wieder richtig Bock drauf. Und ich muss dazu sagen, ich habe es ja schon damals seit 2008. Aber ich habe es das erste Mal angefangen, also seit Release-Datum. Und hatte auch richtig viele Stunden auch in dem Game verbracht. Und hatte jetzt, glaube ich, um die 3 Jahre Pause. Und ja, habe mir jetzt gedacht, jetzt schaue ich wieder mal rein, was alles so Neues gibt. Und es gibt sehr, sehr viel Neues. Es gibt neue Regierung, Kitai und so weiter. Okay, es ist wahrscheinlich nicht mehr neu, aber für mich ist es eigentlich schon neu, weil, wie gesagt, ich war schon 3 bis 4 Jahre schon nicht mehr in dem Game. Und ja, ich habe mir richtig Bock drauf gehabt. Und jetzt schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Ich würde sagen, wir reisen mal in die Region Kitai. Mein Charakter heißt Elektrainer, ist ein Toss, Stufe 80. Ja, ihr seht's, Stufe 80, denkt ihr, hä? Ja, er ist schon Stufe 80 und wie gesagt, es wird kein normales Let's Play wie die anderen Projekte auf meinem Kanal. Es wird so ein Just for Funding, würde ich sagen. Also immer wieder mal vielleicht eine Instanz machen oder mal ein Raid zeigen, mit meiner Frau ein bisschen spielen und so weiter. Es gibt jedenfalls keine festen Zeiten zu dem Game. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Kitai. Ja, ich möchte nach Kitai reisen und ich werde natürlich bezahlen. Genau. Age of Conan ist übrigens ein MMO, also auch ein richtig großes Spiel. Deswegen glaube ich, lohnt sich das auch nicht, dass man da jetzt so richtige Let's Play reinmacht. Wenn man da so viel zu tun hat in dem Game, dass man wahrscheinlich ja, gar nicht dazu kommt, hier alles zu zeigen. Es geht auch nicht. Genau, jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal auf die Karte. Ich muss mal gucken. Ich wollte eigentlich mal zur Bresche dort hoch. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal eine Instanz an. Und ich werde auch in naher Zukunft, ich weiß noch nicht wann, ich werde es natürlich ankündigen davor, ich werde jetzt natürlich Age of Conan auch streamen. Weil ich glaube, dass er da einfach mehr von dem Spiel sieht und ihr könnt mir natürlich dann auch besser Fragen stellen, die ich dann besser beantworten kann. Und ja, spielbezogene Fragen halt, ist klar. Und so, jetzt holen wir uns mal das Kamel. Genau, ich spiele übrigens jetzt aktuell auf dem Saga-Surfer, der ist jetzt noch bis Mai offen. Ist so eine Art Event-Surfer. Und ja, da ist halt das Event, man soll halt einen Charakterstufe 80 machen und bekommt dann natürlich, wenn man das geschafft hat, als Belohnung gleich einen kompletten Tier 1 Satz Raid-Ausrüstung. Das man natürlich auf einem normalen Surfer nicht bekommt. Man kann diesen Charakter aber dann mit auf seinen Hauptsurfer zurücknehmen. Okay, wegen der Rüstung habe ich es jetzt nicht gemacht. Ich wollte bloß mal wieder reinschauen. Ich habe übrigens, glaube ich, was habe ich? Mehrere Stufe 80 Charaktere und auch, ja, um einiges besser ausgerüstet auch als der hier. Ich habe es nur mal just for fun wieder gemacht. Und wenn ihr Bock habt, Leute, schreibt mich an. Dann können wir auch gerne mal zusammen zocken, wenn jemand von euch das Game spielt, heißt's. So, jetzt muss ich mal schauen, wo ich hin muss. Zu Bresche. Und schauen wir uns doch mal so ein Solo-Dungeon an. Wird wahrscheinlich extrem schwierig werden. Weil ich eben auch noch nicht so die Ausrüstung von den neuen Gebieten hier habe. Und auf den Ausrüstungen sind halt auch ganz andere Stats drauf, wie auf der normalen Rüstung. Und sind sehr, sehr wichtig, glaube ich, die Stats. Genau, und seht es mir auch ein bisschen nach, wenn jetzt vielleicht nicht mehr so viel Monster Hunter oder sowas kommt. Weil ich zurzeit wirklich, muss ich sagen, echt mal wieder lange mit einem Spiel beschäftigt bin. Das ist jetzt zurzeit halt Age of Conan. Das macht mir wieder richtig Spaß. Also richtig geiles Game. Auch wenn es nicht mehr das Neueste ist, auch von der Technik her und so weiter. Hat halt einfach ein paar Bugs, aber über die kann ich hinwegsehen, weil das Spiel einfach riesen Spaß macht. Und welches Spiel ist schon bugfrei, würde ich sagen? Gar keins. Und wie gesagt, ist halt auch kein AAA-Titel, das bin ich komplett falsch. Der Entwickler hier in dem Game ist Funcom. Ich weiß nicht, habt ihr bestimmt schon mal was gehört. Haben halt auch nicht das Riesengeld, dass die jetzt hier so einen bugfreien Titel raushauen, aber es ist spielbar auf jeden Fall und das macht Spaß. Ah, hier ist schon wieder von meiner Gilde.
Genau, da oben gehen wir jetzt mal rein. Ich hoffe mal, dass wir da reinkommen oder brauchen wir dort eine Quest. Schauen wir doch jetzt gleich mal. Genau, schauen wir doch mal rein hier. Oh, Quest verfügbar. Wo kriege ich jetzt die Quest her? Wo bin ich denn? Ich bin hier. Wo kriege ich eine Quest her? Hier muss irgendwo ein Questgeber sein. Ich würde sagen, wir schauen uns hier mal um. Und ich denke mir aber, dass hier bestimmt irgendwo ein Questgeber ist. Verzeiht mir, wenn die Qualität vielleicht nicht 100% ist. Wie gesagt, ich benutze OBS ja nicht so oft. Meistens nämlich das Elgato-Programm hier, aber in letzter Zeit immer öfters, muss ich sagen. Und wie gesagt, ja, ich muss ja die Feineinstellung und so weiter noch machen. Geheimgang. Okay, komm ich auch nicht rein. Hier muss irgendwo ein Questgeber sein. Wo ist denn der? Die Typen sind übrigens weiß für mich, weil die halt von der Stufe viel zu niedrig sind. Aber in dem Dungeon wird die Stufe skaliert. Oder wir schauen uns, wenn ich jetzt hier keine Quest finde, es gibt hier noch einen Dungeon in dem Gebiet. Ist übrigens das Anfangsgebiet, also das Anfangsgebiet von Kitai. Vielleicht in die vergessene Stadt. Gehen wir vielleicht dorthin. Deswegen sind ja auch hier Stufe 37. Also das ist halt das Gebiet nach dem Startgebiet sozusagen in dem Kitanischen, in der Kitanischen, auf der Kitanischen Seite sozusagen. Damals hat es halt auch übelst Spaß gemacht, das Game. Und ich muss sagen, es gibt noch nicht so viel auf YouTube von dem Game. Deswegen habe ich auch gesagt, habe ich mir gedacht, ja, machst mal ein paar Videos vielleicht. Weil es halt nicht jeder spielt. Aber es ist halt kein Spiel, was die große Masse spielt, sag ich mal. Und dann schauen wir mal, ob ich hier irgendwie hinkomme. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Riesengebiete sind das hier, Leute. Und wenn der eine oder andere sagt, oh, hier geht ja nichts mehr in dem Game, hier ist ja nichts mehr los. Leute, schaut mal hier rüber. Es ist früher Abend und es ist aktuell in der Gilde, in der ich bin. In der Gilde Mitra auf dem Surfer Saga und sind aktuell 66 Leute online. Es ist schon eine Ansage. Teilweise zu Stoßzeiten sind hier bis zu 100 Leute online. Das ist schon richtig geil dann. So, da ist die vergessene Stadt und ich hoffe mal, dass wir dort reinkommen. Ohne Quest. Dass wir dort irgendwas machen können, dass ihr ein bisschen was seht von dem Spiel hier. Also schreibt es mir auch ruhig in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, ich werde alles beantworten, so gut wie es geht natürlich, weil ich bin natürlich auch hier kein Pro-Gamer. Wie gesagt, ist halt schon lange her. Gute 4 Jahre, wo ich das letzte Mal hier wirklich aktiv auch war. So, dort ist auch ein Questgeber. Und ist auch ein Questgeber, denke ich mir mal, für diese Instanz. So, und schau nochmal auf die Karte. Okay, Dungeon 40 bis 80. Wie gesagt, es skaliert halt hier ein bisschen. Genau, älter als jede Erinnerung. Schauen wir uns das doch mal an. Normal Solo. Ja. Dann gibt es natürlich noch Unchained Solo. Das ist auch neu, so wie ich gehört habe. Neu natürlich nicht. Ist schon ein bisschen älter, aber für mich neu. Unchained Solo soll ja anscheinend so eine Art Hard Mode sein. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Da bin ich von der Rüstung einfach noch nicht so stark. So, und dann schauen wir doch gleich mal rein. Aber hier... die ihr lösen konnte. Und ihr seht schon, Leute, die Instanz ist von 40 bis 80 und ich bin 80 und natürlich skalieren die dann hier auch hoch auf Stufe 80, dass ich es nicht so leicht habe. Gut, wir buffen uns noch einmal durch. Hier oben sieht ihr meine Buffs.
hatte ich hier höher Finish Move Chance, ich habe hier noch einen Lebensfunken, dann magischer Mana Entzug, Überladung, also für mehr Schaden, für mehr Rüstungsdurchdringung und Zauberschaden, und dann habe ich hier noch einen Lebensbuff, der mir mehr Gesundheit gibt. Können übrigens nur Heiler casten, aber ist halt auch gruppenbezogen und jeder in der Gruppe bekommt diesen Buff auch. So, dann schauen wir mal, was wir hier reißen können. Okay, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht. Ich muss hier irgendwas einsammeln. Oh. Also wie gesagt, das Game macht halt auch am meisten Spaß natürlich in der Gruppe. Das ist halt einfach ein MMO und da macht es auch am meisten Spaß. Aber man kann natürlich, wenn gerade nicht so viele Gruppen gesucht werden oder so, kann man natürlich auch viel Solo machen. Weil man braucht natürlich auch viele sogenannte Token für Rüstung und sowas, ihr kennt es sicher. Und ja, dass man die bekommt, kann man genau solche Dungeons hier machen. So, dann schauen wir mal, dass wir die Reliquien hier kriegen. Sehr schön, läuft doch. Und schreibt mir ruhig auch mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, mal so einen Stream mitzumachen. Meine Frau wäre da auch dabei. Zwar jetzt nicht live vor der Kamera, weil das mag sie halt nicht so. Aber natürlich an meiner Seite, in meiner Gruppe, sage ich mal. Und dann werden wir natürlich auch viel, viel schwerere Instanzen machen. Aber dazu bin ich noch ein bisschen zu klein, muss ich sagen. Also man braucht halt hier auch gewisse Talente, die man wiederum in einen anderen Baum skillen muss, der freigeschalten worden ist, als das Addon hier gekommen ist. Und da bin ich halt einfach noch nicht so weit mit diesem Charakter hier. Aber ich arbeite dran. Nein, gefallener Forscher, was willst du denn? Und ihr seht schon, wir spielen, mir kommt es noch gar nicht lange vor, wir sind aber schon wieder eine Viertelstunde dabei, also Zeit ist in diesem Spiel nüscht, Leute, nüscht ist Zeit in dem Spiel. So, wie viel brauche ich denn noch? Ich brauche noch zwei von den komischen Reliquien. Ich muss sagen, bis jetzt geht's eigentlich. So, da ist eine. Leuchtet schon blau, da wird wahrscheinlich auch gleich wieder ein Gegner kommen. Ich mach mal mein Sturmfeld an. Umgebungsschaden. Alles klar. Ich glaube, ich war ja schon mal drin, ne? Aber wie gesagt, ist schon lange her und ich glaube, damals habe ich auch richtig versagt hier drin. Der Anfang geht eigentlich noch, aber ich glaube, ich würde es schwerer nach dem Boss da hinten. Genau. So, den da noch. St
Stirb! Stirb, du Vieh! So, jetzt hören wir uns das hier noch und dann... Da oben ist auch noch eins, aber so viel brauchen wir gar nicht. Oh. Und ich weiß nicht, Kalle, wenn du zusiehst, sag mir Bescheid, ich bin da, dann können wir zusammen zocken. Ist halt ein YouTube-Kollege von mir und er sagte auch, dass ich wieder mal richtig Bock hätte, mal da reinzuschauen. Wie gesagt, sag einfach Bescheid, ich bin dabei. So, okay, dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal den Kameraden hier. So, und schauen wir mal, ob der CC-bar ist. Okay, ich bin auf jeden Fall CC-bar. Aber wie sieht's mit dir aus? Er ist... What the fuck? Boah, ich muss weg hier. Bäh. Macht irgendwas Bestimmtes? Bäh. Okay. Ich glaube, das war der Schlag nach dem CC, der mir hier fast das Genick gebrochen hätte. Heftig. Okay, Handbuch der Instruktionen. Dieses Objekt gewährt 2000 EP für euren Meisterschaftsaufstieg. Alles klar. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Das andere drum kannst du dir behalten. Meisterschaftsaufstieg, Leute. Zeige ich euch. Und zwar, dieses Buch gibt mir Punkte. Ihr seht hier oben 2000 EP. Ich hoffe, man kann es lesen bei euch. Und ich muss schnell schauen in meinen Talentbaum. Und hier, das ist übrigens mein Skillbaum. Was man alles so skillen kann. Und hier gibt es noch einen Meisterschaftsbaum sozusagen, Alternativaufstieg. Das sind natürlich dann Skills, die man für ja, bestimmte Instanzen braucht. Dass man hier zum Beispiel irgendwelche Runen runternehmen kann von Bosse und so. Das braucht man halt in der alten Welt nicht, sondern nur in der neuen Welt. Genau, und da muss man halt ein bisschen skillen, dass man auch die verschiedenen Instanzen meistern kann. Genau, da haben wir jetzt 2000 Punkte gekriegt. Ihr seht hier ist so ein kleiner gelber Balken und der geht dann hier ganz nach oben. Und wenn der voll ist, dann gibt es wieder ein paar Punkte und da kann man hier auch wieder reinskillen. So Leute, dann würde ich sagen, weiter geht's. Schauen wir mal da rein und... Wir schauen mal, ob wir jetzt die Instanz hier meistern. Ich habe es damals, glaube ich, nicht geschafft. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller hier machen, dass wir auch mal ein bisschen vorankommen. Alles klar. Den lassen wir aus. Die brauchen wir nicht. So, wir haben hier einen Retzpunkt gefunden. Und ihr seht schon, das sieht richtig, richtig nice aus. Geile Sache. Weil das ist halt auch einfach das, was mir so gefällt an dem Game. Nicht so wie jetzt, ja, keine Ahnung, World of Warcraft. Das ist alles so, weiß ich nicht, ist alles so bunt und so. Irgendwie so ein bisschen kindlich gemacht. Und mir gefällt es einfach besser hier. Hier gibt es natürlich auch noch andere Klassen, also... Nahkampfklassen, mit denen kann man hier richtig so Köpfe runterhauen und so weiter. Also richtig geil mit Finish-Move-Effekte und sowas. Und das gibt es halt, glaube ich, in WoW nicht. Ich weiß nicht genau, ich habe es auch im WoW mal kurz gespielt, aber ist einfach nicht meins. Das ist irgendwie ein MMO für Erwachsene, sage ich mal. Alles klar. Ja, Baby. Und die würde mich natürlich sehr freuen, wenn man hier ein bisschen unterstützt in dem Projekt. Like da lassen, Kommentare. Sind mir ganz lieb. Einfach ein bisschen mit euch quatschen, was ihr so von dem Game haltet. Ihr merkt es vielleicht schon, ich rede ganz schön viel, aber das ist halt einfach. Weiß ich nicht, das ist ein Spiel.
Es macht mir einfach Spaß und ich bin ja, ich weiß nicht, ich habe es ja bestimmt schon gemerkt, ich bin nicht so ein Spieler, der jetzt Spiel auf 100% oder so spielt. Also meistens mache ich halt die Hauptstory, wenn die gut gemacht ist. Aber dass ich jetzt hier, weiß ich nicht, jeden kleinen Boss oder irgendwie sowas in den Spielen mache, so bin ich eigentlich nicht. Was hier in dem Game anders ist, muss ich sagen. Hier mache ich es gerne, das macht mir richtig Spaß eigentlich. Wie gesagt, ich habe ja glaube ich 8 oder 89er oder so, ich weiß es nicht. Und in jedem 80er steckte bis vorher ich halt aufgehört hatte, steckte richtig viel Zeit auch drin, muss ich sagen. Alles klar. Ich muss gleich, was muss ich denn hier machen? Habe ich überhaupt noch eine Quest hier drinne? Ich weiß es gar nicht. Ich muss gleich mal mein Quest-Tagebuch schauen. Lass mal ins Questtagebuch schauen. Vergessene Götter. Na, das ist nicht. Sollte sie Yuling übergeben? Ja, wer ist denn das? Ist das der am Anfang oder was? Na. Ah, hier ist der, oder? Riegellieferung. Wo muss ich denn da hin? Muss ich da wieder raus? Nee. Oben bin ich ja gekommen, oder? Ich weiß eben nicht, wenn ich jetzt rausgehe, dann resetten die alle wieder. Älter als jede Erinnerung. Okay, das ist ein Boss. Ja, wo ist denn das dann? Ich glaube, ich muss hier hoch, oder? Hier sind ein Haufen Quests drinne. Aber ich glaube, ich muss dort oben lang. Aber jetzt kommen wir, jetzt schauen wir mal, ob wir den Boss hier packen. Oh.
Okay. Okay, der war jetzt nicht schwierig. Aber wie gesagt, es ist auch bloß der normalen Mode, Leute. So, geht's hier noch runter? Nee, hier geht's nicht mehr weiter. Den werde ich mal schauen, dass ich mich hier noch durchkämpfe. Ich muss sagen, als Heiler geht's eigentlich. Wir müssen halt schauen, was uns dort oben dann an dem Boss erwartet. So, was ist denn das hier? Ja, schwere Rüstung. Können wir durch, ohne dass wir angegriffen werden? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal ran. Machen wir einen Umgebungsschaden. Okay, was ist das hier? Den lassen wir mal. Gehen wir mal hier hoch. Schauen wir, was uns dort oben erwartet. Ah, macht schon gut Schaden. Also vom Schaden her ist es nicht schlecht hier. Das geht eigentlich relativ. Aber wie gesagt, ist halt nicht Unchained. Unchained sieht das Ganze nochmal ganz anders aus. Da wird es richtig hart. Und man kriegt natürlich auch andere Belohnungen, gell, wenn man es auf Unchained dann macht. Aber das können wir uns ja in einem anderen Video auch mal anschauen. Ja, das haben sie leichter gemacht. Das gab es eben früher noch nicht, das Unchained. Und da war das schwieriger, aber das ist viel, viel leichter. So, ich werde mal aufpumpen. Die brauche ich gar nicht mehr machen. What the fuck? Setzling des Lebens? Was muss ich hier machen? Ah, okay. Sind die gestunt oder was? Na, dann machen wir es anders. Ein bisschen was haben wir im Petto. Okay. Das ist zu einfach gewesen.
Aber wie gesagt, am allerwichtigsten ist es jetzt eigentlich, dass man die Instanz so sieht, wie das Spiel so aufgebaut ist. War mir eigentlich am allerwichtigsten. Das Ockenboss. Wir müssten aber schon ziemlich dran sein jetzt. Das mit dem grünen Schleier, was ihr da gerade gesehen habt auf dem Boden, ist übrigens eine Art Debuff, sage ich mal, dass die halt anfälliger sind gegen meinen Blitzschaden. Das macht sich schon bemerkbar. So, würde ich sagen, Boss-Time. Oder? Alalalala. Boss-Time in Age of Conan, Leute. Und ich weiß nicht, ob es hier eine bestimmte Taktik gibt. Weiß ich nicht. Wir probieren es einfach mal. Okay, was macht er? Was macht er? What the fuck? Der hält sich hoch, oder was? Müssen wir irgendwas machen hier? Wo? Meine Bubble mal rein. Jetzt stirbt er. Komm, fall um. Du Vieh, komm. Okay, das war jetzt nicht schwer, aber ich denke mal im Anschein-Modus sieht es noch ganz anders aus. So, dann machen wir die Kiste hier auf. Okay, brauchen nur das hier und den. So. Was muss ich jetzt hier machen? Sind wir fertig, oder was?
Wie kommen wir jetzt wieder raus? Irgendwie geht's hier raus, aber ich weiß nicht wie. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's dann auch schon an der Stelle. Sind doch schon wieder 35 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch ein Like, Kommentar oder auch Abo da und schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, was ihr meint zu dem Game. Ihr könnt mir ruhig auch Fragen stellen. Wenn ihr mal Bock habt mitzuzocken, einfach Bescheid sagen. Da findet sich dann bestimmt mal eine Gelegenheit, dass wir das mal auch mal zusammenspielen. Und ja, also wie gesagt, die anderen Projekte werden jetzt ein bisschen hinten anstehen, weil ich jetzt halt zur Zeit einfach, ich bin einfach an dem Game jetzt hier dran und zocke dich halt auch so gerne. Und ihr wisst ja, wenn man eine Familie, Kinder hat, hat man halt einfach nicht so viel Zeit und kann nicht alles gleichzeitig spielen. Es geht halt einfach nicht. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wann die kommt, weiß ich noch nicht, aber das schauen wir auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.